Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge der 100er Karte mit dem Königreich Hijaz. Wir spielen mit Erik Zock DP und Skiller, wie gesagt, auf der 100er Karte und haben Tag 13 und stehen auf dem 11. Rang mit 80 Siegpunkten. Wir sind also im Ranking ziemlich weit aufgestiegen und das liegt vor allem daran, dass wir ziemlich viele Provinzen von der Ukraine einnehmen konnten und die auch teilweise schon moralisieren konnten. Wir werden jetzt alles von der Ukraine einnehmen, was sie noch haben, und dann werden auch diese zwei Stacks despawnen und dann können wir uns entscheiden, ob wir auf Schweden gehen in vereinter Kraft mit Sinkiang oder ob wir auf Südmadras gehen oder beziehungsweise das normale britisch Madras. Muss ich mir noch mal überlegen. Gerade sieht es eher so aus, als würde ich noch nicht auf Madras gehen, denn es kann sein, dass Madras bald gegen Siam und die Chinesische Republik in den Krieg zieht, denn die sind ja hier in einer Koalition mit Westaustralien und Neu-Südwales, und das sind hier die beiden hier. Und ich denke mal, dass Siam und Chinesische Republik bald gesandwicht werden von denen. Und dann können die erstmal sich ein bisschen bekämpfen. Wir sammeln Truppen und dann irgendwann stauben wir hier ab. Und es wird dann wahrscheinlich sein, wenn der Krieg schon ein paar Tage läuft, werden wir uns hier geheim sammeln und dann irgendwann mal in der Nacht einfach mal durchrushen. Denn Skiller hat glücklicherweise mit Spionen aufdecken können und der hat uns gezeigt, dass hier wirklich wenig ist. Also in diesen ganzen Provinzen hier ist nur immer nur ein Einer-Stack oder ein Zweier-Stack. Außer diese Stacks hier, das ist halt einigermaßen gut. 220er-Stacks ist eine ordentliche Wucht. Da aber keine Festung ist oder beziehungsweise nur hier eine gebaut wird, können wir hier durchpreschen. Hier oben werden wir dann auch noch die letzten Provinzen von Polen einnehmen. Da gab es ja auch einen langen Krieg und da werden jetzt auch die größten Armeen jetzt auch mal so langsam gestellt. Das hat lange gedauert, aber Sinkiang macht sich auf den Weg und wird diese Armee sehr wahrscheinlich erfolgreich stellen können. Und auch nochmal Props an Erik Zock LP, also britische Ägypten. Er hat das hier gut gemacht gegen Polen, hat hier alles schnell eingenommen in einem größeren Panzerwagen-Stack und hat dann auch mit seiner Hauptstadt alles moralisiert. Also hier lief alles nach Plan. Wir sind doch jetzt im Ranking klar Platz 1 mit über 100 Punkten Abstand, obwohl diese Koalition schon voll ist. Sinkiang ist jetzt uns beigetreten und das hat uns nochmal einen kleinen Push gegeben. Aber wir selber sind jetzt alle ziemlich groß. Ich bin das kleinste Land mit 80 Siegpunkten und man muss sagen, so klein bin ich gar nicht. Das heißt ja dann, dass alle in der Koalition tatsächlich größer sind. Und das ist ein gutes Zeichen, dass wir schon an Tag 13 alle so groß sind. Schauen wir uns das mal ein Provinzranking an. Da sehen wir Bolivien klar auf Platz 1, super klarer Platz 1. Das wird ein sehr großer Brocken in der Zukunft. Das kann schwer werden, aber ich glaube, das wird geil. Aber dann sehen wir hier ganz schnell Chinesisch Sinkiang, Britisch Ägypten, Abyssinien, wir und Rhodesien, alle ziemlich weit oben im Ranking. Und das heißt, es spricht einfach nur noch für uns, dass wir hier unseren Job gut machen und weiter expandieren. Und genau das passiert ja auch. Abyssinien konnte jetzt hier, glaube ich, Nigeria war das, einnehmen. Und Rhodesien wollte sich eigentlich für Angola sammeln. Aber seitdem hier doch keine Invasion von Bolivien kommt, hier wurde ja lange spekuliert, ob jetzt irgendwas von Bolivien kommt. Aber es waren doch nur Späher, die nach Jamestown wollten. Deswegen wird jetzt Angola erstmal an der Seite liegen geblieben. Sie kümmern sich jetzt erstmal um die KI, um das nochmal alles zu moralisieren. Denn viele Provinzen, vor allem hier im Norden, sind unmoralisiert, also wirklich schlecht moralisiert. Und auch in Madagaskar braucht es noch einen kleinen Push. Den werden sie durch die Hauptstadt bekommen, also gut taktisch gesehen hier. Danach werden sie wahrscheinlich Südafrika machen, um einfach jetzt aus dem Süden keine Gefahr mehr zu bekommen. Denn falls die KI hier den Krieg erklärt, würde das nochmal unangenehm werden. Und ich glaube, dann werden sie vielleicht erstmal hier die Hauptstädte machen, moralisieren das hier alles und dann irgendwann nehmen sie Angola ein. Da haben sie noch ein bisschen Zeit, das hat jetzt keine Eile, denn wie gesagt, hier kommt keiner, also muss die Nation nicht wirklich jetzt schon fallen. Wir sehen auch hier bei Britisch Ägypten, dass er jetzt auch gegen Spanien in den Krieg zieht. Ich weiß gar nicht, ob der Krieg schon läuft oder ob das jetzt erklärt wird über die Nacht. Ja, nee, tatsächlich läuft er schon. Und es sieht so ein bisschen aus, als würde Spanien inaktiv sein. Denn ich weiß gar nicht, wo Spanien jetzt großartig noch vertreten ist. Wo sind denn ihre Hauptarmeen? Wieso steht hier im schönen Zentrum Europas nichts? Das ist so ein bisschen die Frage. Vielleicht haben sie sich auch zurückgezogen und sind jetzt hier in Toulouse oder Barcelona in der Festung. Das würde ja durchaus Sinn machen. Aber ich sehe hier nichts. Und deswegen glaube ich mal, dass diese ganzen Provinzen über die Nacht fallen werden. Und da können sie auch wenig machen mit ihren Einer-Stacks, während Erik Zock LP halt schon hier mit Sturmtruppen kommt und Kavallerie, also wirklich große Stacks.
die sind dann auch schwer aufzuhalten. Und dann später morgen vor dem Tageswechsel, wenn wir hier die ganzen Provinzen eingenommen haben, werden wir nochmal unsere Truppen verteilen, das alles hier moralisieren und dann hoffentlich mit einer mittelmäßigen Moral, dass wir noch alles einnehmen können. Diese beiden Provinzen wären sehr wichtig, denn eine Fabrik Level 2 plus ein Hafen wäre wirklich, wirklich wichtig, denn wir haben, glaube ich, selber echt, ja, eine Mangelware an Fabriken. Wir haben tatsächlich gerade nur 3 Fabriken, die wir upgraden und die andere, da fehlen, glaube ich, gerade die Ressourcen zu. Was brauchen wir? Wartet auf Eisenerz, ja, ja, da fehlt einiges. Wir können ja ein bisschen was, ah nee, das ist so teuer, das will ich eigentlich nicht. Aber na, wir müssen irgendwie mal was kaufen, weil sonst fallen wir hier zurück. Der Ölpreis ist jetzt auch so krass gesunken, da kann ich nichts mehr machen. Ich habe es auch ein bisschen aufgegeben, den hochzuhalten. Das wird nichts mehr. Wir müssen einfach jetzt in der Koalition ja expandieren, um Rohstoffe zu bekommen. Vor allem Xinjiang muss uns eigentlich versorgen mit Baumaterialien. Sie haben ja sehr viel auch mit Eisenbahnen. Da wundert es mich ein bisschen, dass sie gar nicht mehr so viel haben. Und Skiller fragt auch die ganze Zeit nach Stahl, obwohl er hier auch mehrere Doppelte hat. Das wundert mich auch. Ich denke aber jetzt mal, seit der Eroberung von Bertur und von den anderen Holzprovinzen hier in der Nähe und dieser doppelten Stahlprovinz nochmal, müssten sie, glaube ich, jetzt eher der Exporteur auf der Welt sein. Denn wenn man sich jetzt mal hier das anschaut, haben sie wirklich echt viele doppelte Materialprovinzen. Da werde ich dann auch in der Zukunft immer mal wieder nachfragen, ob man da handeln kann. Denn Öl brauchen sie. Sie haben eine schlechte Ölproduktion oder zumindest eine ausbaufähige. Man sieht ja hier, sie haben doch schon ein paar Ölprovinzen. Aber wenn sie halt jetzt 5 Fabriken bedienen müssen, dann ist das doch ein bisschen zu viel. Und wenn sie dann noch Artis bauen wollen, dann müssten sie sich hier billig auf dem Ressourcenmarkt Öl kaufen. Das ist ja durchaus möglich. Oder sie fragen mich einfach, ich habe unendlich viel Öl. Ich belaste da auch mittlerweile, ja, eigentlich fast alles auf Öl. Ich habe jetzt hier schon 55% auf Öl. Und das liegt einfach daran, dass es hier wirklich im Preis sich gar nicht mehr lohnt, irgendwie großartig Öl zu produzieren. Auch wenn die anderen Ressourcen sich auch nicht lohnen. Irgendwie ist der Energiemarkt wirklich, ja, tot. Da passiert nichts, da kauft keiner mehr was. Man sieht das ja auch hier. Ein Angebot mit 4 pro Einheit ist nicht aufgekauft worden. Das heißt einfach, dass die Nachfrage nach Öl wirklich klein ist. Und das heißt für uns, dass wir mit unserem Öl nicht wirklich mehr viel verdienen können. Deswegen können wir vielleicht exportieren an unsere Allies, aber mehr wird das dann auch nicht sein. Schauen wir also jetzt nochmal zum Ende der Folge auf Xinjiang. Da bin ich ja schon kurz drauf eingegangen, dass sie hier die Armee stellen von Polen. Das ist auf jeden Fall gut. Aber auch, dass sie hier jetzt in den Krieg ziehen gegen das chinesische Reich. Da kriegen sie nochmal ein paar Provinzen. Ich glaube gar nicht, dass sie die so doll brauchen, denn Öl kriegen sie auch schon so. Nahrung kann ich mir vorstellen, dass sie das brauchen. Aber auf der anderen Seite haben sie halt hier schon 2 Doppelte. Aber da sie hier eine Eisenbahn bauen, gehe ich mal davon aus, dass sie es doch brauchen. Aber vielleicht bekommen sie die Provinz auch gar nicht. Vielleicht ist das chinesische Reich auch inaktiv. Ziemlich viele offene Fragen. Ich denke mal, dass ganz Asien eher inaktiv ist. Abgesehen von Siam und British Madras, die breiten sich ja aktuell sogar noch aus und bewegen sich ja auch, also deswegen die beiden sind nicht inaktiv, aber die Chinesische Republik macht wenig. Na doch, na okay, sie haben hier gerade was eingenommen, diese Provinz, dann sind sie vielleicht doch noch aktiv, aber hier bewegt sich wirklich nichts und ich denke mal, dass es sogar schlau wäre, wenn sie jetzt hier mit ihrem 39er-Stack schnell die Hauptstadt nehmen und dann vielleicht noch diese 3 Provinzen, das würde ihrer Moral gut tun und ihrer Produktion und dann hätten sie nochmal ja eine klarere Grenze mit Xinjiang und dann wäre es auch für Xinjiang schwerer zum Kernland zu kommen, weil sie dann halt schon früher ihre Festungslinien hochziehen können. Mich würde auch mal interessieren, wo das koreanische Reich zugehört, zu keiner Koalition tatsächlich. Das wundert mich ein bisschen, denn ich bin davon ausgegangen, dass das hier in einer von dieser, ja, von diesen Koalitionen ist, aber anscheinend macht das koreanische Reich so ein bisschen auf Solo, genauso wie Madras. Vielleicht sind die ja sogar alliiert. Ah ne, ja, Madras ist ja in der Koalition, aber das koreanische Reich, das müsste ja eigentlich mit den beiden alliiert sein, weil sonst verstehe ich nicht ganz, wieso das koreanische Reich nicht die chinesische Republik angreift. Weil ich glaube, dass die echt busy sind, gerade hier in den Philippinen. Und wenn dann auch noch die Koalition aus Australien darüber schifft in die Philippinen,
dann wird's hier echt hart für die. Also Asien ist noch ziemlich offen, wer das alles bekommt. Die Chancen stehen gut, dass unser Ally einmal drüber fahren kann, denn hier sind wirklich, ja, verschiedene Koalitionen und teilweise auch Solo-Player, die halt versuchen, irgendwie weiterhin Bestand zu haben. Und das ist perfekt für uns, weil er hier dann einfach auf seinem großen Land sitzen bleiben kann, immer mal wieder ein paar Provinzen bekommt. Es sieht auch so aus, als würde er jetzt Jakutien nehmen, dann hat er bald einen Meerzugang mit einer doppelten Fischprovinz. Er hat sich ja auch beschwert, dass er keine Fischproduktion hat, deswegen habe ich ihm ja diese Provinz überlassen. Da war ja auch schon eine Eisenbahn, das tat für uns ein bisschen weh, weil wir ja eigentlich nur Fischprobleme haben, aber er hat halt so ein großes Land, da mussten wir uns dann beugen und einfach sagen, okay, du kriegst die Fischprovinz, wir sind fein. In dem Sinne würde ich also sagen, wir rücken weiter in Europa vor. Wer der Erste, also Sing Kiang, passt so ein bisschen auf, dass er sich hier in den ganzen Konflikten noch aushält, um vielleicht später abzustauben. Und die beiden anderen in Afrika, die machen ihr Ding, nehmen weiter KIs ein und werden einfach riesig. Britisch Ägypten wird auch riesig. Sie nehmen jetzt bald Spanien ein und werden die Kernprovinzen von Österreich, Schweiz, Italien, alles einnehmen und dann vielleicht hier mal bald eine neue Front ziehen. Und dann haben sie ja wirklich viele neue Provinzen erobert. Hoffentlich geht das alles auf. Bis zur nächsten Folge. Also das war's mit dieser Folge. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in der nächsten Folge.